unserem besonderen Tag darf natürlich Franken nicht fehlen. Franken, wie fühlst du dich heute? Super fit. Okay, heute geht's los. Wir geben Gas. Sag mal den Leuten auf von dir nochmal, wo geht's heute hin? Ja, wir fahren heute nach Guxhaven, nach Fjupa. Und wir dürfen erstmal dort frühstücken. Und dann melden wir uns wieder. Oder so. Aber man muss dazu sagen, wir müssen heute nicht zahlen, ne? Das hat sich ganz gerne. So, Freunde, wir fahren jetzt los. Wie lange fahren wir? 1:40. Okay, 1:50, also geht klar. 40. Ach, 40? Ja. Okay. Wir können auf dem Weg irgendwann mal wechseln, so noch, ne? Wenn du nicht mehr kannst. Ja, kein Ding. Wir müssen den Locken gar nicht sagen, dass ich keinen Führerschein habe. Nein, das Auto läuft am Sprit. Ja, genau. Hurra, hurra, Qualle ist da. Wir sind jetzt in Edermünde angekommen hier in Kassel. Da vorne gehen wir gleich frühstücken, da ganz, ganz hinten. Mal gucken, wie das Ganze so wird. Wir gehen auch kurz einmal im Aldi rein und dann mal schauen, was noch alles so geht. Oder im Rewe, Aldi oder Rewe, je nachdem, was Frank möchte. Und dann sehen wir mal weiter. Was genau das übrigens für ein Vertrag ist heute, das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Ich sag dazu noch nichts. Also seid auf jeden Fall gespannt. Es ist geil, es wird cool. Mal schauen. Und es wird auch heute etwas sehr, sehr Besonderes passieren, das seht ihr auch später noch. Einkaufen mit Frank Abi kann echt Spaß machen, werdet ihr jetzt sehen. So Freunde, weil wir jetzt noch fast eine halbe Stunde Zeit haben, gehen wir noch eine Zeit, noch ein bisschen was einkaufen. Weil Frank und ich sind immer so Leute, wenn wir einkaufen gehen, dann kaufen wir immer nur für 2-3 Tage ein. Wenn überhaupt, ne Frank? Und deswegen kaufen wir so ein bisschen was ein. Und Frank macht Fotos vom Pinguin, weil er die so gerne mag. Und dann stellt er das online und kriegt so eine Kooperation. Nee, ich mag gar keine Pinguine. Ich esse lieber Milchschnitte. Also du isst lieber Milchschnitte? Ja, ich esse lieber viel lieber Milchschnitte. Und was ist mit Maxi King? Wie findest du das? Was? Wie findest du Maxi King? Das ist das Geilste. Von allen? Da bist du süchtig von, ne? Ja, da bist du süchtig von, ohne das schon zu essen. Sehe ich auch so ein. Finde ich auch. Schreibt uns jetzt mal gerne in die Kommentare, wer von euch alle aus Kassel kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich einige Nachrichten auf Insta bekommen, dass viele aus Kassel kommen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wer hier aus der Umgebung kommt. Und vielleicht kennt das sogar hier jemand in Rewe. Ist auf jeden Fall nice hier. Und über meinen Einkauf reden wir lieber auch mal nicht, ne? Sehr gesund bisher auf jeden Fall. Ich habe eine Frage an dich. Ja, frag mal. Was sagst du dazu, warum guckst du eigentlich immer nach, wenn Alkohol im Angebot ist, wenn wir einkaufen sind? Egal, wo wir einkaufen sind. Ja, weil ich Preise vergleiche und wenn ich besoffen bin, will ich das so günstig wie möglich. Und war er im Angebot? Nee. Okay, also bist du jetzt traurig heute? Ja, sehr traurig, aber zum Glück habe ich noch 2 Flaschen zu Hause. Aber ich habe noch einen Ersatz für dich, hier vielleicht was Gesundes, ein bisschen Wasser oder so. Oh, sehr aufmerksam, ja, das habe ich gerade gesucht. Vitavelt muss sich auch mal wieder gegönnt werden, ne? Hier so ein paar Flaschen mitnehmen. Apfel ist neu, habe ich noch gar nicht gesehen, Apfel. Das muss ich mal ausprobieren. Das ist Melone. Mal gucken, wie Apfel schmecken wird. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Lieblingssorte ist. Ich glaube, Apfel soll geil sein. So, Freunde, ich erschrecke jetzt Frank. Pass auf. Boah! Was habe ich denn heute Morgen schon gepostet? Also, ich erschrocken? Ja, fast. Was hast du gepostet? Ja, weiß ich nicht. Übrigens, kann mal jemand Frank ein Handy spenden, weil er hat nämlich sein Handy kaputt. Ist runtergefallen. Aber es war Arbeitsunfall. Genau. Auf eine Party, Arbeitsunfall. Ja, Arbeitsunfall. Die Bäckerei hat nicht so ganz geklappt. Ist ein bisschen voll da drin. Da ist gerade irgendwie Oma treffen. Oder Frank, was ist da gerade drin? Rentner treffen. Jetzt haben wir zu einem anderen Bäcker. Wir waren jetzt frühstücken. Wir mussten ja noch einmal ganz kurz wechseln, aber wir waren jetzt kurz bei einem Rastplatz gewesen. Frühstück war echt lecker gewesen, weil es nichts Besonderes. Ich glaube, der eine hat sogar gesagt, es war mit einer der besten Rastplätze. Oder? Ja, soll der beste Rastplatz hier in der Umgebung sein. Aber. Wobei an 3000 Stellen verbesserungswürdig. Ja, also da war schon ein bisschen. Aber es ging. Also Essen passte, Bedienung passte. Im Großen und Ganzen war alles schön. Ja, war alles super gewesen. Wir fahren jetzt zum Studio oder zum Büro von den Ganzen und dann werdet ihr alles weitere sehen. Ich habe schon den Merch gesehen und das ist auch ein Grund, warum wir mit den Leuten unterwegs sind, weil wir nämlich auch demnächst ein Merch rausbringen werden und dieser Merch, der sieht wirklich richtig fett aus. Oder Fran, was sagst du? Der ist mega geil. Ja, also einfach nur crazy. Freu dich drauf, wir fahren jetzt einmal kurz hin und dann gucken wir mal weiter, was da noch alles so passiert. Wir sind jetzt an der Drehlocation angekommen und ich habe hier einen ganz besonderen heute stehen.
Die habt ihr schon alle im Sommer kennengelernt beim Event, was wir da hatten in Bensheim, genau. Was richtig geil war. Und erzähl mal, was haben wir heute vor? Wir werden ein richtig cooles Interview mit dir machen über die Zusammenarbeit Fupa, Qualle und was wir für Zukunftsprojekte haben. Ihr könnt euch auf einiges freuen. Wir haben richtig Bock zusammen. Der Tag wird mega. Das ist richtig heftig. Also guckt auf jeden Fall weiter in den Vlog und vor allem schaltet jetzt einmal ganz kurz hier die Kommentare ein und schreibt mal was Nettes rein und guckt mal bei den Leuten hier vorbei. Es ist sehr windig hier. Wir sind jetzt im Studio angekommen. Hier ist ein Sofa, da werde ich gleich sitzen und dann wird hier vorne so ein kleiner Vlog gedreht. Da vorne wird das aufgenommen. Hier wird das aufgenommen. Hier ist eine Box, also wird geil. Hier unten ist ein Mikrofon. Hier nehmen wir gleich was auf. Hier unten stehen schon ein paar Sachen drauf. Also mal gucken, wie das Ganze wird. Wird schon geil. Wir sind jetzt zum Sportplatz hingegangen. Hier wurde früher mal drauf Fußball gespielt, auch wenn es nicht so ganz danach aussieht. Aber ich denke mal, der Verein oder war der Verein sehr erfolgreich? Was sagst du? Bin du zugezogen. Okay. Also von der Länge her, die Schiris können da mal gerne die Kommentare reinschreiben. Ich glaube, die Länge, die passt gar nicht ganz richtig und die Breite. Aber ist ja nicht so schlimm. Aber ich muss sagen, ne, so die, also Rasen ist gar nicht mal so schlecht. Also da gibt es Kreisliga-Vereine bei uns, da ist es viel, viel schlechter. Ja, ihr werdet auf jeden Fall gleich kurz was gleich sehen. Wir machen ein paar coole Sachen. Also seid auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, Freunde, ihr habt es alle gesehen. Qualle hat eine Kooperation mit Fupa. Vielleicht noch ganz kurz von mir. Also Fupa ist einfach insgesamt eine Fußball-App und einfach jemand, die auch Fußball-Turniere veranstalten, geile große Fußball-Events veranstalten. Und ich werde in Zukunft auch bei diesen Events überall dabei sein. Wir werden diese Fußball-App richtig ausbreiten. Wir werden zusammen Merches rausbringen. Also es wird einfach nur crazy. Ihr könnt alle darauf gespannt sein. Wir haben jetzt ein bisschen was aufgenommen, ein paar Fotos gemacht und ein paar coole Sachen gemacht. Wir gehen jetzt so rein, nehmen noch einen geilen Podcast auf. Das wird auch richtig heftig. Also ich freue mich einfach auf diese Zusammenarbeit. Das wird einfach nur geil, das wird heftig. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, vorhin auf dem Merch. Wir sitzen jetzt hier im Büro oder im Studio, wo wir gleich auch noch ein paar Sachen aufnehmen werden. Und vor mir liegt jetzt der Vertrag für die Zukunft, der positive Vertrag für die Zukunft. Und Chris, auf was freust du dich am meisten? Auf unsere Botschaften, dass wir die verbreiten können, auf den Respekt für den Schiedsrichter, alles geben von Fupa, das Motto, das passt einfach zusammen. Ja, wir werden richtig coole Aktionen machen. Das Jahr 2023 wird unser Jahr werden zusammen. Qualle Cup, ja. Wir werden klamottentechnisch was zusammen machen. Also wir haben richtig, richtig viel vor. Das waren jetzt nur zwei von ganz, ganz vielen Highlights und ich freue mich einfach auf die Zusammenarbeit. Das wird mega. Ja. Ich freue mich auch mega drauf. Wir sind wieder raus. Es geht zurück nach Bielefeld. Ja, wir haben ein paar Sachen aufgenommen, Podcast aufgenommen, ein paar Videos aufgenommen. War unfassbar geil, also hat echt Bock gemacht. Aber ich bin auch echt im Arsch jetzt. Also ich habe auch die Nacht nur 2 Stunden gepennt oder so. Es geht jetzt wieder zurück. Und ihr werdet gleich noch ein bisschen was sehen von der Rückfahrt wahrscheinlich. Frank, der wird noch ein bisschen was sagen. Kurzer Real Talk von mir. Ich bin gerade an der Tankstelle und Frank tankt gerade. Bin ich eigentlich der Einzige, der diesen Move abzieht, dass er beim Tanken einfach das Fenster runter macht und versucht ein bisschen zu schnüffeln? Also das hört sich vielleicht ein bisschen komisch jetzt an, aber dieser Tankgeruch ist einfach wirklich, der ist schon geil. Guck mal da, Frank. Guck dir den mal an. Ich glaube, der hat gar keinen Bock mehr. Crazy, Junge. Frankie, Frank Abi. Der arme Mann. Der ist voll müde. Ja, ja, was machst du da? Ja, okay. Dein Spiegel ist ein bisschen dreckig. Ich sag ihm das gleich, dass dein Spiegel dreckig ist. Oder ich sag ihm das kurz. Jetzt warten wir ganz kurz. Ich muss ihm helfen. Frank! Mann, dein Spiegel ist dreckig. Der ist dreckig? Ja, der hier. Ja, mach mal sauber. Okay. Und hier riecht's gut. Hier riecht sehr gut. Willst du mal ein bisschen dran schnippen? Alter, Leute, ich hab was entdeckt. Ey, der Typ ist durch, wirklich. Also, ehrlich. Damit ist das Video zu Ende. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Frank hat sich mega gefreut. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Und Frank, willst du was sagen? Letzte Worte? Meine letzten Worte? Ja, für das Video. Achso. Sag ihm was Besonderes. Der Tag war mega. Wir hatten viel Spaß, viel Blödsinn gelabert, aber auch viel Arbeit geschafft. Hm. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen kaputt und können nachher gut schlafen. Sehe ich auch so. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao, ciao.